Eine weitere Frau, die wirklich Beeindruckendes geleistet hat, war Wangari Maathai Mathai. Sie wurde 1914 in Kenia geboren und war afrikanische Politikerin, Aktivistin und Wissenschaftlerin. Sie war die erste Frau in Ost- und Zentralafrika, die ihren Doktortitel erhielt und wurde später erste Professorin und sogar Dekanin für veterinäre Anatomie an der University of Nairobi. Aber nicht nur wissenschaftlich war sie aktiv. Sie setzte sich unter anderem in Kenias Nationalen Frauenrat für Frieden und Frauenrechte ein und gründete das sogenannte Green Belt Movement, eine Umweltorganisation, die auch heute noch aktiv ist und die noch zu ihren Lebzeiten über 30 Millionen Bäume in Afrika pflanzte. Eine der größten Erfolge des Movements war die Rettung des Karura Forests, einer der letzten großen Waldgebiete Nairobis. Der damalige Präsident Daniel Moi hatte den Wald als Baufläche freigegeben. Die Mitglieder des Green Belt Movements konnten die anrückenden Arbeiter jedoch aufhalten. Und auch der Uhuru-Freiheitspark konnte nur durch ihr Engagement gerettet werden. Die KANU-Partei, in der auch Moi Mitglied war, wollte den Park zugunsten einer Statue Mois und eines Wolkenkratzers abreißen. Dem Movement gelang es jedoch, das öffentliche Interesse auf den Park zu richten und so die Pläne zu vereiteln. Doch ihre Aktionen brachten ihr nicht nur Freude ein. Besonders unter Moi wurde sie immer wieder Opfer gewaltsamer Anschläge und wurde mehrfach inhaftiert. Sie ließ sich davon jedoch nie einschüchtern. 2002, nach dem Ende der Amtszeit Mois, wurde sie mit 98% der Stimmen ins Parlament gewählt. 2003 wurde sie dann stellvertretende Ministerin für Umwelt und Naturschutz. Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Woman of the Year Award, den Petra Kelly Prize for Environment und den Scientist Conservation Award. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie 2004 als erste afrikanische Frau den Friedensnobelpreis erhielt. Aber natürlich gab es auch noch viele andere Frauen, die die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben, wie Grace Hopper, Frida Kahlo, Ella Fitzgerald, Althea Gibson, Margaret Sanger, Shirley Chisholm, Angela Davis, Aretha Franklin, Yunkoo Tabai, Miriam Makeba, Toni Morrison, Malala Yousafzai, Laverne Cox und Dr. Kismekia Corbett.